Ja, herzlich willkommen zurück bei unserem Kanal. Ihr seht da, ich mache jetzt da mal hier für unser Gewächshaus. Das ist nicht nur Show. Doch das nur recht und billig, hat sie die Arbeit gemacht. Ihr könnt ja sagen, leck mir Marsch, ich stelle mich mit der Kamera da hin, stundenlang, ich schuss da mein Ding da zusammen und gut ist, ne? Ey, das hat man ja, jetzt ist ja ganz modern, ne? Da fängt einer auch alle nach. Weil ich mache Videos für euch und nicht für den YouTube-Algorithmus, ne? Jetzt war es das zweite Mal, weil beim ersten Mal habe ich danach festgestellt, das Kabel vom Mikrofon ist irgendwie kaputt oder was weiß ich, hat es nicht aufgemacht. Egal. Rhythmus kommen. Da wollte ich jetzt einfach mal ein Video drauf machen. Vielleicht interessiert es da einen oder anderen, der sich damit noch nicht so wirklich befasst hat. Das ist ja alles so mit künstlicher Intelligenz und so, ne? Und dann, wenn man schon drüber nachdenkt, künstliche Intelligenz, wenn das künstliche Intelligenz ist, was ist dann bitte künstliche Blödheit? Das ist ja dann wahrscheinlich, ja. Ja, es ist so, ich habe jetzt letzte Woche, oder? Na, gestern war es, glaube ich, ein Video geschaut von Travel Camping Living. Das ist ein ganz netter Kanal. Ich schaue ja viel so Camping, Caravan, also Camping-Mobil-Kanäle und so Zeug. Das ist einfach schön. Also rein unterhaltungsmäßig. Und er ist aus, ich glaube, er ist Schwabe, der wohnt in der Schweiz oder so. Und ist mit seinem Kastenwagen unterwegs. Fährt jetzt gerade nach Irland und ist jetzt vor Amazon eingeladen auf sein Creator's Day. Das hat man ja, jetzt ist ja ganz modern, ne? Da fängt einer auch alle nach. Er war da dort, klar, wenn ich jetzt da eingeladen werde vor Amazon, der ja hier geht, gar kein Ding. Mit Hotelübernachtung und, ne? Also, nicht bloß nachmittags am Stehimbiss, ne? Er lebt halt viel, gehe ich jetzt einmal davon aus, vor Amazon Partnerlink. Haben wir ja unseren unten auch verlinkt. Funktioniert im Prinzip ganz einfach. Ihr geht auf den Link, wenn ihr jetzt bei Amazon was kaufen wollt. Und kauft dann nur ein. Die Preise sind völlig identisch, ob ihr jetzt über den Link kauft oder ohne Link. Bloß Amazon überweist dann an den Linkinhaber, also bei unseren oder bei seinem, 1 bis 3%, so hör mal, wenn er jetzt nicht direkt in den Artikel klickt, als Werbeprovision sozusagen, dass man für Amazon die Werbung gemacht hat, gewollt, oh, ich kauf's da. Find ich persönlich sehr gut und das habe ich mir schon öfters mal geäußert. Ich finde Amazon nicht die schlechte Firma, weil sie absolut kundenorientiert ist. Ich habe bei Amazon nicht irgendwelche sinnlos Diskussionen. Amazon bietet für den Händler, also sind jetzt nicht wir, die Möglichkeit, er kann über die Amazon-Plattform verkaufen und bietet für den Kunden die absolute Sicherheit. Wenn ich was kaufe und es passt nicht, schicke ich es zurück und kriege mein Geld erstattet. Punkt. Da wird nicht debattiert und nicht diskutiert. Es funktioniert. Klar, dass da mal was neben ausläuft, passiert überall. Aber Amazon regelt es in aller Regel zur Zufriedenheit des Kunden, dass der Kunde zumindest einmal keinen Schaden davor trägt. Dass man mal an den einen oder anderen Artikel nicht kriegt, passiert. Wir haben da einen Besen bestellt, den haben sie was der Herrgott wo rumgeschickt.
Aber wir haben jetzt nicht den Besen bezahlt und haben den nicht gekriegt. Ja, aber da wollte ich eigentlich gar nicht drauf hinaus. Ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall war der dann nur dort. Und da geht es ja schon los mit dem Algorithmus. Was er da gewollt hat, hat er irgendwie selber nicht so genau gewusst. Es war hauptsächlich die ganzen Influencer im Bereich Mode und Kosmetik. Passt jetzt so zum Camping nicht wirklich, ne? Man, verständlich, ich habe das Video angeschaut, weil es einfach schick war. Er macht immer wieder Blödsinn und so. Alles gut, ne? So funktioniert aber auch das ganze Algorithmus-Zeug, ne? Wir sind da so drauf gekommen, weil es fällt mir auch auf in der Vorschlagslisten da, der schlägt da einen Schmann vor, den du eigentlich gar nicht sehen willst. Ich habe neulich vom NDR irgendwas über den Hamburger Fischmarkt. Da die Marktschreier und so. Da habe ich mal reingeklickt. Ist ja mal ganz witzig, wenn man es einmal gesehen hat und dann hat man es kennt und es ist gut, ne? Seitdem bombt das Ding mir die Leisten voll mit NDR, WDR. Ich klick's nur weg, will ich nicht sehen. Das macht dem Algorithmus aber mal gar nichts aus, ne? Das stört ihn nicht. Weil sie machen ja eigentlich vielleicht ganz gute Dokumentationen, wobei das mehr Werbung ist. Also wenn ich jetzt einen Film über eine Firma mache, ist es Werbung. Ich hätte jetzt einmal so gesagt, ne? Was das dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu tun hat, über eine Gärtnerei oder weiß ich nicht, oder über eine Reederei, das hat mit Dokumentation wenig zu tun, das ist Werbung für eine Firma. Warum kriegt es dann die Reederei XY und nicht Eisenmüller, ne? Aber jetzt da mal da davon abgesehen. Man kann dem Algorithmus dann auch nur erzählen, nein, will ich nicht. Macht dem Algorithmus gar nichts. Geht's ja auch weiter, dann habe ich ja Kanäle abonniert. Weil die einfach dem ein Spektrum machen, das mich interessiert. Ich bin jetzt nicht gepolt wie Inselcamper TV. Die haben auch im Wohnmobil gelebt in Deutschland und sind dann aber jetzt über den Winter nach Thailand, weil sie wissen wollten, ob das was für sie ist zum Auswandern. Da ist jetzt nicht, dass ich da gleich deabonniere, sondern ich schaue mir das einfach mal an, weil es ist einmal eine andere Welt, man hat es gesehen. Ich muss ja deswegen, ich muss ja aber auch kein Video anschauen davor. Wenn jetzt ein Thema dabei ist, das mich nicht interessiert, ja, dann klicke ich es halt nicht an. So einfach ist es. Aber deswegen nehme ich ein kleines Abo raus, ne? Aber im Endeffekt bin ich ja bei YouTube da Kunde mehr oder weniger, ne? Und sorg dem YouTube-Algorithmus, lieber Algorithmus, die will ich sehen. Macht dem Algorithmus auch nicht unbedingt was. Ich habe ein paar Kanäle, wo ich mir denke, Mensch, der hat aber schon lange kein Video mehr gemacht. Dann, also das fällt dann einfach so ein, wenn man irgendwie, von dem hast du doch einmal angeschaut und der hat schon lange nichts mehr gemacht. Oft der sympathische Kerl, oder? Schaut man dann in seine Abo-Listen, sind da 5 Videos drin. Wird dann gar nicht vorgeschlagen. Da denke ich mir, wie blöd muss so ein Algorithmus sein? Oder so eine Firma. Jetzt kommt der Kunde, was kann mir als Firma Besseres passieren? Nehmen wir an, ich bin jetzt Händler. Und der Kunde sagt, pass auf, lieber Händler, von dir hätte ich gerne immer das Produkt. Und ich als Händler sage dann, was du willst, interessiert mich doch gar nicht, du kriegst das Produkt. Aber wenn du sagst, das will ich gar nicht haben, das stelle ich dir als von ins Regal. Hallo? Ist doch schon, das ist der Algorithmus. Ist aber beim Amazon genauso. Ne? Also, das ist jetzt nicht YouTube-spezifisch oder ich komme gleich nur auf den Instagram genauso. Bei Amazon kaufe ich, habe ich an mir gekauft, da die Getreidemühle für unser Hühner.
Weil wir da Getreide und das lassen wir halt einmal durch aufbrechen, dann sind die Hühner leichter fressen. Ich kriege permanent Werbung für solche Getreidemühlen. Wo ich mir denke, ey, lieber Amazon, denk mal bitte nach, wie viel Getreidemühlen kaufe ich eigentlich so am Stück? Ich bin Getreidemühlen-Großhändler. Ich kaufe eine und dann habe ich eine und dann ist es gut. Ist euch, geht euch wahrscheinlich genauso, wenn ihr halt, YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Wenn ihr jetzt halt euch um ein Auto kundig macht, ihr wollt ein neues Auto kaufen und schaut da mal, dann ist ja YouTube da eigentlich ganz gut, weil wird schon irgendeiner mal so einen Bericht da wegen gemacht haben, wo er sagt, da, das Auto fahre ich jetzt. Wobei man da auch aufpassen muss, es ist ja eigentlich nur noch Werbung. So kleine Kanäle wie wir haben relativ wenig Chancen. Wie wir jetzt da mit unserem Baumstamm und dem Gewächshaus, ne? Da liegt der Baumstamm und im Video werdet ihr dann sehen, wie wir den schneiden. In Kanthölzer, Bretter, was auch immer. Und uns daraus ein Gewächshaus bauen. Da ist weder Agentur dabei, noch ist irgendeine Firma XY, die uns Sägebänder sponsern, irgendwas. Wir zeigen das einfach, was wir da tun. In der Hoffnung, dass ein paar Leute klicken. Von den Klicks kriegen wir dann bei 1000 Klicks, ich glaube 2,30 €, 3 €, je nachdem. Und damit finanziert sie unter anderem so ein Kabel vom Mikrofon. Wir werden unten die Schrauben verlinken und vielleicht das ein oder andere Werkzeug. Ich habe das nämlich selber auch ganz gern, wenn jetzt irgendwo, wenn wir einen Kanal schauen und die haben irgendwas als Handwerk, nehmen wir mal, die bauen ein Bett auf dem Kanal und zeigen halt da, ihr, was haben sie für Werkzeug und haben. Was haben es für Schrauben und erwascht? Und es ist unten verlinkt und ich sage, Mensch, die Schrauben, die sind aber schön, die sind gut. Oder die Sicht, die gefällt mir, oder ist erwascht. Und ich kann nur draufklicken und kann sagen, ey, toll, das kaufe ich mir auch. Ich habe das da gesehen, das hat mich überzeugt. Und wenn der Kanalbetreiber dann seine 3, 4, 5% von dem Link direkt bei Amazon kriegt, ist doch das nur recht und billig, er hat sich die Arbeit gemacht. Ihr könnt ja sagen, legt mir mal, ich stelle mich mit der Kamera da hin, stundenlang, ich schuss da mein Ding da zusammen und gut ist, ne? Er wird ja mit seinen 3, 4, 5% auch nicht reich. Wenn ich jetzt den Aufwand rechne, was er ein Video macht, ne? Also, immer. Und wenn halt dann eine die trotzdem kaufen und ohne die Links, weil so, den sehen wir gar nicht ein. Das ist halt blöd, weil dann macht er halt den Bezos nur reicher, wie er schon ist. Klasse, ne? Na, auf jeden Fall ist da jetzt bei uns da kein. Das ist ehrlich, ne? Weil ich habe jetzt dann mich mit dem ganzen Ding ein wenig beschäftigt. Ist vor Instagram so entstanden. Wir haben ja ein Instagram, zwei Konten und Facebook, einfach aus dem Grund, weil wir gesagt haben, vielleicht kriegen sie ein paar Leute noch mit, dass es uns da gibt. Und der eine oder andere findet seinen Gefallen an unsere Videos. Wir machen jetzt nicht stur Garten, stur Handwerk, stur irgendwas. Wir machen halt unser Leben. Deswegen hat es unser Leben am Weihnachtsbaum. Ich habe jetzt heute ein Video, aber es wird wahrscheinlich ja ohne Ton sein, aufgenommen, wie ihr da um Prim darum. Das ist eine Idee, wie ihr einen Ausflug machen könnt, eine Fahrradtour da in der Gegend. Sind ja doch der eine oder andere, der da nach Rosmersdorf zum Asiamarkt fährt und so weiter. Es ist halt einfach so eine Idee. Und es kommt dann auch am Kanal. Ob das der Algorithmus gefällt oder nicht, ist mir völlig wurscht. Weil ich mache Videos für euch und nicht für den YouTube-Algorithmus, ne? Und ob ich jetzt dann 1500 oder 50.000 Abonnenten habe, ist mir ehrlich gesagt, ne? Ich mache mich nicht zum Sklaven für irgendeiner vertrottelten Intelligenzbestie oder so einem zusammenstudierten EDVler, der eigentlich sowieso nichts kann in der Richtung. Ne? Weil wenn mir einer Autowerbung vorschlägt, obwohl ich gerade ein Auto gekauft habe, dann ist das eine zielgerichtete Werbung. Ne? Darum machen wir das einfach so, oder? Und das ist ehrlich. Und dann haben wir auf jeden Fall, um zurückzukommen, Instagram,
War das so real über SEO? So bin ich auf das ganze Ding eigentlich gekommen. Ich habe es nicht einmal ganz angeschaut, weil das dann drum gegangen ist, der will irgendwelche Lehrgänge verkaufen. Aber ich denke, nein, ich brauche keinen Lehrgang kaufen, weil das, was ihr mir sagt, das steht wahrscheinlich vorgestern in der Zeitung. Und auf jeden Fall habe ich den Reel vor einer Minute oder was, das ist nicht einmal ganz angeschaut. Ständig kommt von dem da irgendein kauf dein Ding und kostenlose Test und kostenlos ist da gar nichts, ne? Also zumindest nicht mit unten drunter einer Werbeanzeige, ne? Und ja, und dann bin ich jetzt, habe ich wegen so nachgefragt, und du kannst als kleiner Kanal ohne irgendwie so Agenturen und die dann die SEOs da, also die Stichwörter praktisch, wenn man so übersetzt, so will, bearbeiten und das pushen, weißt du nicht groß. Also du hast wirklich irgendwie die super, hyper, duper genau mal drin, aber das sind absolute Zufälle, ne? Drum wäre dann letztendlich meine große Bitte oder als Tipp, wenn ihr sagt, Mensch, das ist nicht jetzt bloß unser Kanal, das ist jetzt irgendein Kanal, der gefällt euch, der ist ein sympathischer Kerl oder sympathisch Madler ist ja wurscht, das gefällt mir, das schaue ich an. Dann macht, könnt ihr drei Dinge machen. Klickt die Videos an. Lasst die möglichst lang laufen. Ideal, ihr lasst das Video durchlaufen. Ob ihr dabei aufs Klo geht, euch ins Bett legt oder es ist völlig wurscht. Es zählt die Watchtime, also die Zeit, wie lang die Zuschauer durchschnittlich das Video angeschaut haben. Umso länger die es anschauen, umso besser ist es für den Kanalbetreiber. Und Interaktion, das heißt, gefällt mir drücken oder nicht gefällt mir nicht, das ist völlig wurscht. Und Kommentare schreiben. Und wenn ihr bloß neu schreibt, schönes Video oder viele Grüße, es ist wurscht. Einfach Kommentare schreiben, dass der Algorithmus sieht, Mensch, an dem Video besteht Interesse, das schauen die Leute lang und reagieren darauf. So helft ihr jedem kleinen Kanal. Das ist einmal nur viel wichtiger wie Abo oder nicht. Weil ich habe ja vorhin gesagt, ob Kanäle abonnieren und trotzdem wird es nicht vorgeschlagen. Ne? Abos sind bis 1000 wichtig und dann wieder ab 100.000 effektiv. Ne? Man klar ist es für einen Kanalbetreiber schon ein gewisser Ansporn, wenn die Abos steigen. Ist halt einfach so. Bedingt für einen Algorithmus, aber so wie ich das jetzt rausgelesen habe, nicht wirklich so relevant. Da ist eben die Aufrufzahlen und die Aufrufdauer. Das ist eigentlich das Ausschlaggebende. Und wenn man da nur ans drauflegen will, eben Kommentare. So könnt ihr völlig kostenlos eben auch kleine Kanäle unterstützen. Denn der Klangkanal hilft es und eigentlich kostet nichts. Mann, was will man noch mehr? Und wenn er dann sagt, Mensch, ich kaufe sowieso beim Amazon Ei, geht halt über den Link. Mache ich genauso. Wie gesagt, wenn da jetzt irgendein Kanal geht, wenn ich kann über meinen Link, das geht nicht. Wir haben sogar probiert mit einem zweiten Konto, das geht auch nicht. Der geht ja über die IP-Adresse oder ich habe keine Ahnung wie, auf jeden Fall funktioniert es nicht. Also nehme doch irgendeinen anderen YouTube-Kanal, klick drauf und kauf dann ein. Dann hat der keiner ein paar Cent. Weil die großen Kanäle, ne? Ich kenne da einige, ich will keine Namen nennen, ne? Das läuft über Agenturen. Also die werden eigentlich da sowieso untergeschoben, mehr oder weniger, über die SEO und Tricksereien. Die müssen nicht gut sein. Ich kenne in YouTube, in Instagram eine Gartenzeitung, die haben nicht einmal einen Garten. Die erzählen euch da irgendeinen Schwank, machen was mit Shop und sei und war. Die haben nicht einmal einen Garten. Die haben nicht da hier, ich baue euch ein Gewächshaus und zeige euch vom Baum bis zum fertigen Gewächshaus ehrlich. Na, da ist. Wenn irgendwelche Bilder zukauft, die werden zusammengeschustert, ein wenig Text drauf und dann, der braucht, ich kenne YouTube-Kanäle, auch Gartenkanäle, die haben auch keinen Garten, die haben auch keine Ahnung von Garten.
Ich habe Gartenbautechniker gelernt. Also Gärtner, Fachgebiet Baumschule, 3 Jahre gelernt. Also ich nur 2, weil es verkürzte Lehre. Und dann Praktikumszeit, also Gesellenzeit sozusagen. Und dann nur 2 Jahre Gartenbautechniker. Ich versuche einigermaßen, dass ich weiß, von was ich rede. Und wo ich mich halt überhaupt nicht auskenne, halte ich mich ein wenig raus, ne? Oder erzähl einfach, was ich denke und such das aber, dass ich mir das so vorstellen kann. Ist ja in meinem Podcast, da sind die Aufrufzahlen leider auch sehr knapp, da hast du andere Podcasts. Ich als Gärtner, ne? 3 Minuten höre ich dazu und was? Die reden, wie wenn ich vor Herztransplantation philosophieren würde. Mit viel Glück weiß ich, wo ich Satz ist, ne? Aber dann ist schon gar. Also, nee. Aber da wird, das wird ja eben auch künstlich gepusht. Und dann gibt es noch Leute, die schauen, das ist das, was mir am meisten echt, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Weißt du, liebe Leute, überlegt aber, schaut doch mal bitte, was ihr da zuschaut. Ja, das ist zum Verzweifeln. Auf alle Fälle, und dann halt da die ganzen, hatten wir ja oft die Clickbait-Diskussion. Da habe ich einen Kanal geschaut, der eben mal das Für und Wider ein wenig beleuchtet hat. Das ist derselbe Spuk, das ist auch dem Algorithmus geschuldet. Also ganz ehrlich, ich würde am liebsten einfach Bilder machen. Was halt da jetzt hier, ne? Und dann Text, wir bauen ein Gewächshaus. Fertig. Kann ich davon ausgehen, die klicken die allerwenigsten. Die Klicks, die neuen jetzt da haben, sind jetzt, weil mein Traktor so einen riesen Baum da vorne weghebt und ich nachschreibe, schafft er das? Deswegen klickt man da. Weißt, Sensation, von einer Sensation auf die nächste. Und dann hast du dann in die Kommentare, ja, Clickbait. Ja, sonst schaut's keiner. Und ganz ehrlich, welcher YouTuber macht ein Videos? Wir müssen, dass es sowieso keiner ausschaut. Das sind aber die allerwenigsten, oder? Also es macht doch jeder irgendwo, wenn ich was mache und in Social Media poste, habe ich doch schon im Hinterkopf, Mensch. Will ja den Zuschauer auch haben, oder? Ich meine, ich mache ja das auch Social Media, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die ich nicht kenne, die irgendwo auf dieser Welt da unterwegs sind und so ein Mensch da, der Kalder, der macht ein Video und der schaue ich doch gern an und ich so, Mensch, der schön, dass der mein Video schaut und freut mich und wenn jetzt da einer sagt, Mensch, bei deinem Gewächshaus, ich nehme halt das oder das. Ist doch schön, wenn man in Kontakt ist, wenn man da sich gegenseitig aus. Das ist ja eigentlich Social Media und nicht die nächste Werbeplattform nach dem Anzeigenfriedhof in der Zeitung. Und wenn es dann an manche Kanäle nur noch darum geht, gesponsert von dem gesponsert, ich meine, ich habe es Marketing gelernt, ne? Da ist man einfach wegen hellhöriger. Es ist ja teilweise. Zieht sie das durch? Die haben Aufrufe, dass es bloß so schnallt. Und dann hockst du dort und hockst dort so und denkst da, ja, das ist ja, wo steht bitte Dauerwerbesendung? Andere, die dann aber offensichtlich, wie der Held der Steine, ne? Der ganz offensichtlich sagt, liebe Leute, ich mache das Video, ich bewerbe meine Sachen. Ist ja Werbung. Oder der andere, die Autogesellschaft Dresden, haben sich auch schon eine beschwert, weil er in seinem Video über seine Firma sagt, dass er Autos aufkauft und die Leute sich bitte an der Nummer melden sollen, wenn sie ein Auto zu verkaufen haben. Da beschweren sich Leute, dass er an seinem Kanal über sich redet.
Jetzt, wenn der kommt und der andere Autohändler, der tut jetzt Betten bewerben. Hat irgendeiner klickt da nur drauf, wo man denkt, ja leid, was. Ihr merkt, wo ich hinaus will, ne? Ich möchte euch ja damit sagen, schau da wegen, wo er rumklickt. Nicht jeder, der sich da als Fachexperte rausstilisiert, ist Fachexperte. Und das Social Media wird immer mehr von der Werbeindustrie gekapert. Eine schlechte Entwicklung, weil das eigentlich gegen den Sinn von Social Media geht. Aber es liegt an jedem einzelnen Zuschauer, das im Rahmen zu halten, ne? Wenn da nur noch Influencer dort stehen und irgendein Mist, glaubt der Held der Steines hat so schick gesagt, Kochschinken in die Kamera halten, ne? Die eigentlich mit Kochschinken gar nichts zu tun haben. Ich hab, wie das ist ja mit den Stromaggregate da, ne? Den Powerstations. Ich habe ja schon gefragt, ob die überhaupt Powerstations auch verkaufen, weil die irgendwie gefühlt die ganze Produktion wird ja in YouTube verteilt. Meine Frau, die häkelt jetzt, hat ihren von Teddybären gehäkelt und so Zeug. Kann man euch auch mal Gelegenheit zeigen. Beim Kaffeetrink-Video, wenn wir es einmal zeigen, so nebenbei, die wenigsten werden es jetzt dafür interessieren, ihr seid zu 80% Männer und habt zu 30% plus abonniert, also na, den Gefallen könnt ihr uns machen. Ich warte nur auf den Doch, wo die Häkeltante dann auch noch so eine Powerstation da in die Kamera hält und sagt, damit geht mein Häkelnadel aber doppelt so schnell. Ey, Leute, das ist ja nur noch Werbung, weißt du schon. Wir haben so eine Powerstation, ich glaube vor 2 Jahren habe ich die unsere vorgestellt, das ist unsere gekauft. Die kostet jetzt übrigens, ich glaube, die Hälfte. Da muss ich wieder garchen, aber ich kann es nicht mehr zurückschicken. Und wir nutzen es immer nur, um in unserem Ferienhaus, wo wir den Strom immer noch nicht ausschließen lassen haben, die Akkus zu laden. Aber ich renne durch jedes Video mit dem Ding und so, kauf das mal für 5000 Euro. Das haben wir ja gerne mal, ja? Kriegst dann Rabattcode, den wir vorher draufgeschlungen haben. So, jetzt habe ich wieder lang geredet, es wird finster. Ich wünsche euch nur schöne Wochen und am Samstag. Könnt ihr mal davon ausgehen, Samstag oder Sonntag, dass wir unser Gewächshaus zumindest so weit fertig haben, dass wir ein Video davor zeigen können. Bis die Tage.